Dennoch stimmt, darfst du dir Gedanken machen, bevor du sagst, du gehst auf die Schlacht oder ob die Tiere werden da geschlachtet. Einen. Aber die werden da geschlachtet, weil es Menschen gibt. Der ist überm Fall, was nicht sein dürfte, aber die werden getötet, damit die Menschen essen. Tötet sie aus irgendeinem ideologischen Grund. Viel trauriger. Weil der Herr ist solche Opfer. Dafür hat er opfert. Das, was mit dem passiert, das hat er gemacht für uns, das nie haben müssen. Ciao. Jetzt möchte ich was sagen. Ich hasse diese Menschen. Normal sagt man das nicht, ja? Man darf man Menschen nicht hassen. Aber ich hasse diese Illuminaten. Ja? Warum? Ich sage nur Adrenochrom und vieles mehr. Ja? Die quälen Kinder, zapfen denen Blut ab und dann trinken sie das. Das ist einfach nur krank. Was die Freimaurer in den höheren Graden macht, das weiß ich noch nicht. Ich bin kurz vor dem 30. Grad. Ja? Aber eines garantiere ich dir und glaube und schwöre fest an Gott, Jesus Christus, dass ich niemals dieses machen würde Warte mal. und freiwillig aus dieser Loge austreten würde. Lucifer, Sofort, dann sofort. bist du 29. Grad, richtig? Ja, richtig. Der ist schon nicht ohne. 29. Aber Grad ist schon nicht ohne. eines sage ich, wenn es so weit kommen sollte und ich musste wirklich ein Menschenleben, ja, Darf oder ich was 20 oder sagen? was 30, dann Ja, gehe ich, Römer, dann bin ich sag du weg. mal. Also 29. Grad ist Also du sagst, schon also heftig. der Lichtspringer hier, der sagt also auf jeden Fall der Lichtspringer sagt ja hier, dass Illuminati und Freimaurer zwei verschiedene Schuhe sind. Aber ich glaube, du weißt auch, dass Illuminati ja Erleuchtete bedeutet. Und du sagst ja offen, dass sie den Luzifer anbeten. Ihr Ja, das ist Freimaurer sucht korrekt. auch nach der Erleuchtung und auch in Luzifer, dem Lichtspringer. Ja, wir wissen auch nach Albert Pike, der 33 Grad Freimaurer war und ein Buch geschrieben hat, Morals and Dogmas, da wissen wir auch, du sagst, du bist jetzt kurz vorm 30. Grad, dass ab dem 30. Grad offenbart wird, dass Luzifer euer Gott ist. Und ihr macht Rituale, ja, und du sagst, du machst vielleicht, du weißt nicht, was da in den höheren Rängen für Rituale sind. Und die Rituale sind ja nicht irgendjemandem gewidmet, sondern die sind auch Luzifer gewidmet. Somit ist das Anbetung, ja. Und was ich auch noch sagen möchte, wahrhaftigen Gott, und der ist Jesus Christus. Und es gibt so Sachen wie die Illuminaten und die Rosenkreuzer und die Freimaurer, die sich vielleicht hier und da ein bisschen unterscheiden, aber die haben den gleichen Gott. Und so sieht man das auch in den ganzen anderen Religionen der Welt. Hinter denen versteckt sich der Satan. Entschuldigung, wenn ich jetzt hier irgendjemanden vielleicht verletze im Chat oder so. Aber wenn man den auf den Ursprung geht, dann sieht man, dass hinter verschiedenen Religionen sich der Teufel verbirgt. Ja, es ist auch so, dass die Bibel sagt, dass der Teufel selber verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Ja. Und die Bibel sagt uns zum Beispiel, dass wenn ein Engel oder irgendein Mensch nicht bezeugt, dass der Christus in Fleisch gekommen ist, ein falsches Evangelium verkündigt, ja, das sozusagen vom Satan ist, ja, der soll verflucht sein. Und wir sehen das zum Beispiel im Islam, dass sich dort ein Engel des Lichts ausgegeben hat, der sich Gabriel genannt hat und dem Mohammed was offenbart hat, was nicht den Christus im Fleisch bezeugt und ein falsches Evangelium ist, ein anderes Evangelium ist, ja. Und daraus können wir auch zum Beispiel schließen, wo die Herkunft dessen ist, ja, also dem Teufel, ja. Und es gibt einen Weg, und der ist Jesus Christus. Alle anderen Wege, ob versteckt oder offen, wie jetzt zum Beispiel in Religionen oder in der Freimaurerschaft, ist immer der Satan dahinter, ja. Und dass man sagt, du hast die Illuminaten, man muss auch wissen, dass viele von diesen Illuminaten da, die von Adam Weishaupt gegründet sind und offiziell gar nicht existieren, nannten und die meisten von denen waren Schreiner oder 33 Grad Freimaurer, ja. Und das ist sozusagen ja für mich nicht nachvollziehbar, dass du sagst, du hast die und vielleicht wirst du ja auch später noch mehr Erkenntnis bekommen, wenn du an deinen Rängen aufsteigst und vielleicht wirst du dich dann auch ne, selber hassen, weil du dann identische Dinge machst, von denen du gerade sagst, Darf die du ich nicht magst, wie kurz Adrenochrom, was sagen? Kinderblut und so Darf ich weiter kurz und so was fort. sagen? Was machst du denn, wenn du im 32. Grad bist und auf einmal irgendein Baby opfern musst, ja? Was Ja, machst darf du ich denn kurz was dann? sagen Gehst du dazu? dann Darf aus? ich kurz was sagen, bitte? Ja. Hallo, hört ihr mich? Darf ich kurz was sagen? Ja. Okay, schau. Folgendes. Wie soll ich sagen? Respekt, Anstand, Loyalität ist oberstes Gebot in der Bruderschaft. Ja? Alles, was da drinnen basiert, bleibt auch dort drin. Man kann gewisse Sachen googeln, keine Frage. Man kann gewisse Sachen preisgeben, aber nicht zu weit.
darf man gehen. Und was du zum Schluss gesagt hast, ja, 32. Grad, wenn Menschenopfer geopfert werden und dann noch, ich möchte, muss ein bisschen aufpassen, was man dann sagt im Live, und das Blut, ihr wisst schon, ja. Also, ich bin jetzt fast 10 Jahre, fast über 10 Jahre dabei. Ja, ich habe ein sehr hohes Wissen angeeignet in dieser Freimaurer, hatte früher schon ein hohes Wissen, weil ich Beamter in Österreich bin. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn es so weit geht, ja, dann muss ich ehrlich sagen, ich habe Gott, Luzifer in meinem Herzen und Gott sowieso auch. Ja, ich habe beides. Ich weiß, das ist ein Widerspruch in sich. Kannst aber mit zwei Aber Herren gut. eines möchte ich sagen, wenn es so weit kommt, es ist sehr, sehr schwer, aus dieser Loge auszutreten, wenn man sehr, sehr weit oben ist, keine Frage. Ja? Aber tut mir leid, da nehme ich alles in Kauf. Da geh ich freiwillig raus. Sorry. Ja, Ja, verlogen bin gut ich zu wissen. nicht. Verlogen bin ich nicht. Ja, die eine Schwester, willst du einmal was sagen? Hallo. Ei, Hallo, Gott Gottfried. segne. Hast du was auf dem Gleichfalls. Herzen? Nein, gerade nicht. Wolltest du so reinkommen? Ja, genau. Bist du denn wiedergeboren? Tatsächlich noch nicht, aber steht noch mir bevor. Dann im August. Weißt du, Lass was ich die mich Wiedergeburt taufen. ist? Nein, nein, Ja, ich meine weiß die geistige Wiedergeburt. Ich lese dir das einmal ganz kurz vor, ja? Mach das, ja? In Johannes 3, Vers 3 steht geschrieben, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von neu geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist, hier Geist, geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht eingehen. Ja. Es ist eine geistliche Wiedergeburt. Der Heilige Genau. Geist, der in dir Wohnung nimmt und du musst Jesus Christus als dein Herr und deinen Gott bekennen. Du kannst jetzt wiedergeboren werden. Die Taufe rettet dich ja nicht. Sie ist ein geistliches Sinnbild. Aber der Heilige Geist Gottes muss in dir wohnen. Ja, genau. Das ist sehr wichtig, die Entscheidung für den Herrn Jesus Christus vom ganzen Herzen, dass du vom ganzen Herzen dich zu den Herrn Jesus Christus bekehrst, dass du deine Sünde bereust, dass du deinen Stolz, diese ganze Welt abstirbst. Denn es heißt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, sieh, es ist alles neu geworden. Der Mensch ist ein neuer Mensch in den Herrn Jesus Christus. Genau, ich habe ja Jesus Christus angenommen, weil ich nach 25 Jahren begriffen habe, ey, so wie du lebst, das funktioniert nicht. Und Glaube war schon immer eine Rolle in meinem Leben, weil ich in einer christlichen Familie aufgewachsen bin. Aber Ja. irgendwann hat das für mich keine Rolle mehr gespielt, beziehungsweise ist das einfach, ja, ist mir einfach aus den Augen verschwunden. Und dann hat man sich einfach vor sich hingelebt und dann kam so ein Tiefpunkt in meinem Leben, wo dann alles wirklich sehr schwer für mich geworden ist und ich mir so gesagt habe, ey, so wie das jetzt gerade läuft, funktioniert es einfach nicht. Und meine Mom hat für mich gebetet und letztendlich habe ich dann für mich selber erkannt, ich brauche Gott, ich brauche Jesus Christus in meinem Leben, sonst gehe ich verloren. Ja. Du bist Orthodoxe, ne? Nein, ich bin nicht Katholikin? orthodox. Auch nicht, nein. Was für Evangelistin oder ja, oder einfach, was, gehörst du zu einer Religion oder? Ich bin aus der Gemeinde der Sieben-Tages-Adventisten, wenn ihr das was sagt. Sieben-Tages-Adventisten. Ja, ich habe das schon mal von gehört, ja. Genau, ja, da, das ist meine Gemeinde so. Hast du das aber auch schon mal geprüft? Ja. Sicher. Ja. Ich weiß, viele Weil haben da ihre Zweifel und so, aber ja, ich habe für mich das selber geprüft.
Guck mal, ich sage immer wieder, und das sage ich auch jedem, und das gebe ich auch jedem immer wieder mit. Und das habe ich mir auch zu Herzen genommen. Es ist wichtig, auch wenn man jahrelang in einer Gemeinde geht, dass man den Herrn also nochmal fragt, Herr Jesus, ist es eigentlich die wahre Gemeinde? Bin ich eigentlich errettet? Bin ich in der gesunden Lehre? Ist das richtig, was ich da mache? Bin ich wahrhaftig wiedergeboren? Könntest du mir vielleicht diese Erkenntnis geben, mir ein Zeichen geben? Ist da was in meinem Herzen, wo ich nicht Buße getan habe? Stecke ich in einer Ehrlehre, dass du dich demütigst vor Gott? Das ist sehr, sehr wichtig. Ich meine das ernst. Ich bitte dich darum, dass du dir darüber auch Gedanken machst. Weißt du, guck mal, es geht hier um Seelen. Weil wenn du eines Tages vor dem Thron Gottes stehst und du bist in der falschen Lehre und warst in der falschen Lehre und der Herr Jesus sagt, was nennt ihr mich, Herr, Herr, aber tut nicht, was ich euch sage. Das wird ein schreckliches Gericht für diejenigen ergehen, die das Wort Gottes gehört, geschmeckt haben, aber nie danach gehandelt haben und die nicht von neu geboren sind. Das Wort sagt, wenn du nicht von neu geboren bist, kannst du das Reich Gottes nicht sehen, du musst von neu geboren werden. Richtig. Ja, möchtest du sonst noch was sagen bei... Nö, gerade nicht, nein. Na gut, weil dann tue ich dich mal raus und hol mal den nächsten rein. Genau, mach das. Dann wünsche ich dir alles Gute. Dir auch. Ciao, Danke. ciao. So, die anderen Brüder, seid ihr noch da? Bruder. Ja. Und ich glaube, die 7 Tage Also habt ich ihr schon bin gerade halt ein mit bisschen Sabbat, wenn ich mich nicht überfordert. irre. Ja, genau, Sabbat, ne? Oder? Und ich glaube, die 7 Tage. Also mein Cousin ist 7 Tage, wenn das er hätte den Sabbat, der hätte getan. Also was Hallo? sie noch verlängern, weiß ich nicht. Hallo? Hey Leute, Gottes Segen. Hallo? Gottes Hallo, Segen. ich Oh, wollte mal Gottes mit dem Gottes Segen. Hört ihr mich gut oder ist nicht so? Wir hören dich gut. Darf ich fragen, Scheint was irgendwie du zu bist hängen. erstmal? Bist Jetzt höre du, ich niemanden. ja, hörst du mich? Hallo? Wartet mal, ich kann nicht so gut. Warte, ich mach mal mein Headset aus. Moment. So, Bruder? jetzt vielleicht. Hallo? Ja, Ja, ja. Hört ihr Wir mich? wurden ja. Ja. Okay. Also, ich sehe mich selbst als wiedergeborenen Christ an, weil ich eine Wiedergeburt erlebt hatte, also eine geistige Wiedergeburt. Und ich wollte mal diesen Luzifer, der Lichtbringer, mal fragen, ob er sich schon mal informiert hat, was denn die nächsten Grade so auf ihn zukommt. Ob er da mal von außerhalb nachgeschaut hat, was lernen die denn alles? Weil so wie ich das verstanden habe, ist es so, dass man von Grad zu Grad bekommt man neues Wissen. Und dann heißt es oft, ja, alles, was du bisher gelernt hast, verwirf alles. Und jetzt gibt es eine neue Lehre und beim nächsten Grad heißt es wieder auch das, was du davor gelernt hast, verwirf alles, jetzt gibt es wieder eine neue, bis man am Schluss dann quasi feststellt, dass man Satan anbetet. Und deswegen ja, muss man sich halt dessen bewusst sein. Und da wollte ich ihn mal fragen, ob er sich da mal informiert hat über seine Zukunft. Wenn ich Warum lachst 10 Jahre bei du den Freimaurern bin, ja, so? dann nehme ich schon, dann muss ich in Kenntnis nehmen, was auf mich zukommt, keine Frage. Und ich sage jetzt nochmal das letzte Mal, ja, ich bin kurz 29. Grad, kurz vor dem 30. Und das, was du gesagt hast, ist korrekt, ja, aber das Wissen hat man trotzdem im Kopf, keine Frage. Aber noch einmal, bei jedem Grad, wo du hinaufsteigst, wird das Ritual immer grausamer, sagen wir mal so, ja. Aber wie soll ich jetzt erklären? Wenn es um Menschen geht oder Kinder oder sonstiges, ja, ich habe 2 Kinder, das größte Geschenk auf Erden, Gottes Geschenk, die ich über alles liebe, ja. Und wenn es so weit kommen sollte, wo ich mich auch schon erkundigt habe, dann werde ich diese Bruderschaft nicht mehr angehören, ja. Koste, was es wolle. Und ich habe nur einen Ass im Ärmel,
wie soll ich sagen, mein Onkel beziehungsweise der Bruder meiner Mutter hat mich in diese Loge geführt, ja. Und wo mein Onkel jetzt in dieser Loge ist, hat einen gewissen Grad, wo mir im Endeffekt auch definitiv was passieren könnte, keine Frage. Welcher Grad Aber hat er denn? der ist fast ganz oben, kurz vor dem 33. Ja. Aber wie Dein Onkel. gesagt, ja, ist korrekt. Dein Onkel ist 32. Grad. Richtig. Ja, dann ist das ja schon, dann bist, gehörst du ja nicht mehr zu einer normalen Familie. Bitte? Warum gehöre ich nicht zur Familie? Nein, Nein, du du gehörst zu gehörst einer deiner Bruder. normalen Familie. Die Bruderschaft ist für mich Familie. Ja, aber du bist ja nicht mehr in einer normalen Familie. Allein der 32. Grad, ne, das ist schon nicht mehr normal. Ja, auf Das das ist möchte ich ja schon. nicht hinaus. Auf das komme ich ja nicht hinaus. Noch einmal, ich wiederhole mich zum letzten Mal. Wenn es so sein sollte, was ich mich erkundigt habe, und es kommt der Grad immer höher auf 33 und ich muss dann Menschen opfern, ja, oder Arterien, Blut und so weiter, werde ich dies nicht akzeptieren und werde ich austreten. Oder keine Ahnung, was danach passiert. Das werden wir dann schon Ja, sehen. aber allein, dass du schon Aber sag sagst, das mal, hast du gerade. Ja. bitte? wenn dir doch jetzt schon bewusst ist, dass du quasi Satan anbetest, dass der für euch die höchste Gottheit ist, also das heißt dir ist schon klar, dass du eigentlich den Falschen anbetest. Machst aber trotzdem weiter, obwohl du vielleicht schon Tiere umgebracht hast, deren Blut getrunken hast und wer weiß, was alles gemacht hast. Ja, aber Und im dann Endeffekt, also Entschuldigung, Entschuldigung. später, wenn du noch höher bist, wird es ja noch schlimmer für dich, dann auszusteigen. Dann würde ich doch lieber so früh wie möglich rausgehen, wenn ich schon weiß, was mich erwartet, als in diese Situation reinzugehen und danach Ich richtig Probleme glaube, zu haben. Weil dann bringen sie ich dich um, glaube, wenn er du kann gar nicht mehr aussteigen raus. Ich glaube, er kann gar Bruder, du nicht. Das kannst ist es jetzt korrekt. raus. Das ist Warte korrekt, was du sagst. mal. Also Entschuldigung, Warte mal, Entschuldigung. 20 kann man doch nicht Warte mal einfach so ganz kurz, bitte. rausbringen. Selfu, ich glaube, Ja. er kann nicht mehr normal raus. Die würden ihn sofort, ne, um die Ecke, weil er zu viel weiß. Er weiß zu viel. Der weiß es auch. Es ist Leute, vorbei. ich kann fast nichts hören. Ich gehe kurz raus und komme mit meinem anderen Handy nochmal rein. Aber Lucifer. Ich gehe kurz raus und komme mit anderem Handy Okay. nochmal rein. Ich verstehe fast nichts. Okay. Alles abgehakt. Okay. Herr Lucifer, darf ich fragen, was du beruflich machst? Das möchte ich nicht preisgeben. Ich bin Beamter in Österreich und Du bist befolge auch Polizeibeamter, du bist Gesetze. Polizist. Ich befolge Gesetze und wenn einer gesetzwidrig ist, muss ich handeln. Mehr sage ich nicht dazu. Ja, okay, dann gehe ich mal davon aus. Kann ja sein, muss ja nicht sein, dass du dann vielleicht Polizist bist. Könnte sein, unter anderem. Ja, oder gibt es andere Sachen, was man da machen kann, wenn einer gegen das Gesetz verstoßt? Richter, Anwalt, ne? Na, nicht vom Staat bezahlt. Ich bin Richter, Beamter. Ja, genau. ich werde vom Staat bezahlt, aber ich arbeite Richter, Richter, meine Richter. 50 Stunden in Entschuldigung. der Woche. Ja. Ich arbeite 50 Stunden in der Woche, ja, und das ist ja auch Ich mein Recht, dass glaube, ich dann Geld bekomme. aber wenn du schon sagst, dass dein Onkel 32. Grad ist, bist du da irgendwie hineingeboren, sodass du denn, dass deine Familie auch schon so Freimaurer sind und dass sie dich dann da reingebracht haben? Nee, dein Onkel hast du ja gesagt, ne? Mein Onkel nur, ja. Na, reingeboren würde ich nicht sagen. Ich habe mir das mal angeschaut, dann habe ich das alles ins Lächerliche gezogen, ja, wie ich volljährig war. Und dann mit einem gewissen Alter hat mich mein Onkel wieder reingebracht und dann habe ich gedacht, jetzt schaue ich mir das an, ja. Und dann war das erste und zweite und so weiter und so fort und seitdem bin ich 10 Jahre dabei. Na, aber Politiker bin ich Okay. keiner. Ich bin kein Politiker, nein. Darf ich eine Frage stellen? Ja, Ich würde bitte. gerne wissen, was ist deine Intention oder dein Ziel? Warum machst du das? Also, was für eine Hoffnung hast du? Was bringt dir das? Okay, Willst du okay, Erfolg? Willst okay. du? Ja, sag Was mal. ich jetzt sage, wird euch nicht gefallen. Ja? Bei mir ist so, ich habe Luzifer und Gott in meinem Herzen. Luzifer erleuchtet mich und gibt mir Kraft. Gott hat zu mir gesprochen vor 10 Jahren, wie ich gestorben bin. Ja? Ich hatte eine Nahtoderfahrung und ich bin froh, dass ich noch da bin und ich weiß, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Und deshalb sind beide in meinem Herzen. Das einzige Entscheidende ist, es steht in verschiedenen Bibeln, so, Luzifer, Gott. Wer ist gut, wer ist böse? Ja, das ist die Frage, die entscheidende Frage. Ja, weiter. Was denkst du denn, wer gut und wer böse ist? In meinem Wissen momentan denke ich,
Wie gesagt, Gott ist tief in meinem Herzen, Jesus Christus, ja. Ich bin Atheist, ist wieder ein Widerspruch, ich weiß. Aber durch meine NATO-Erfahrung bin ich ein anderer Mensch geworden. Ich war ein sehr, sehr böser Mensch auch, ja. Nicht gewalttätig oder kriminell, das nicht, ja. Aber sehr, sehr ein Arschloch auf Hochdeutsch gesagt. Aber seit 10 Jahren durch diese NATO-Erfahrung und durch diese Bruderschaft bin ich ein anderer Mensch geworden, ja. Und ich glaube fest daran, ich wiederhole mich, dass Luzifer eines Tages vor Gott steht, vor den Pforten des Himmels, um Vergebung bittet und die Menschheit irgendwann irgendwie rettet vom Verderben. Das ist meine Illusion. Und Luzifer ist tief in meinem Herzen als Gott. Aber wenn der Luzifer doch so gut wäre, wie du sagst, dann hätte er sich dir offenbart und nicht der Herr. Als du ihn nahtoterfahrt, das ist doch dir der Herr erschienen. Wieso läufst du dann zu seinem Widersacher? Das ist wirklich böse. Das ist wirklich böse. Weil nicht der Teufel hat sich dir erwartet, der gesagt, komm, ich schicke dich wieder zurück, ich gebe dir eine zweite Chance. Ja. Warum ist Luzifer ein Widersacher? Er hat eine Sünde begangen, was die Menschen heute noch begehen. Dann wurde er von Erzengel Gabriel verstoßen. Er hat eine Armee gegründet und wollte dann Gott stürmen. Ist klanglos gescheitert an Erzengel Michael. Ja? Und seitdem ist er, wie viele sagen, Hölle, die Hölle auf Erden. Und wie gesagt, irgendwann kommt er zurück. Ja? Und er wird die Menschen vor dem Verderben retten. Ja? Und für mich ist... so wie auch Refreezer, ja, sorry. Ja. Aber ganz kurz, wo du das sprichst, ich hab verstanden, dass du sagst, dass der Teufel kommt und den Menschen rettet. Hab ich das nicht verstanden? Habe ich nicht gesagt. Das ist das ganze Gegenteil. Ich habe nicht gesagt, dass der Teufel kommt und den Menschen rettet. Das ist nicht aus meinem Munde gekommen. Du glaubst fest daran, dass er am Ende kommt und uns rettet? Moment. Teufel, Pelzebub, Paraphon oder wie der heißt, ja, sind alles verschiedene Menschen, nicht Menschen, aber Dämonen und sonstiges. Luzifer wurde vom Himmel verbannt und ist dann Satan geworden, ja. Aber er wird zurückkehren zu Gott und wird die Menschheit vom Verderben retten durch Habgier und Neid oder Hass. Ja? Pass auf. Antibiblisch, wirklich. Der Herr, der ist doch die Erfahrung. Und ist doch beschrieben, wie es kommt. Es ist schon festgelegt, wie es passieren wird. Und es wird nicht passieren. Also, da bist du, ganz ehrlich, läufst du, hat man dir was erzählt, wo ich nicht der Meinung, dass es richtig ist. Das kann doch gar nicht richtig sein. Das ist alles total verdreht. Das ist ja am Ende der Saat nochmal sozusagen Opfer wieder her für Sünden der Menschen. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Dass ich das so sage, aber das ist. Ich kann das nicht. Ich möchte dich mal fragen: Hältst du Gott für gut oder für böse? Luzifer, der Lichtbringer. Ja, ich hätte Gott für gut. Schau, ich habe immer so gesagt, Gott, Jesus, das kann ich, ich habe mich danach erkundigt und wieder sagen, ich habe gesagt, Jesus ist ein Mensch. Es kann ja nicht Gott sein. Und dann habe ich mich zum Besseren belehren lassen und weiß, dass Gott, Jesus, Heilige Geist, Trinität im Endeffekt das alles zusammen ist. Ist das korrekt? Gott ist. Genau, richtig. Okay. Und wie gesagt, durch die NATO-Erfahrung bin ich, wie soll ich das jetzt erklären? Ich bin seit Geburt Atheist, ja, ohne Bekenntnis. Ich glaube nur das, was ich sehe, ja. Okay. Das glaube ich, mehr nicht. Aber durch diese NATO-Erfahrung ist Gott sehr nah an mein Herzen herangetreten, ja. Mhm. Und was ich da erlebt habe, ich bin wiedergeboren, kann man sagen. Ich war 5 Minuten tot durch eine schwere OP auf meinen Kopf. Darf ich fragen, was du da erlebt hast? Aber Luzifer ist noch tief in meinem Herzen. Ja, Luzifer ist tief in meinem Herzen und auch in meinem Kopf, der Erleuchter, ja, der Lichtbringer. Aber ehrlich gesagt muss ich gestehen, wenn ich manchmal in Not bin, bete ich an Gott. Ja. Okay, darf ich fragen, was du da erlebt hast in dieser Nahtoderfahrung oder ist es zu persönlich? Na, kannst du gerne fragen, wenn ich erzählen darf. Ja, oder? Wollt ihr es wissen? Ich habe schon gehört, kann er ruhig erzählen. Also mich interessiert. Ich würde gerne wissen, wen er genau gesehen hat. Ja, und woher weiß... Ob er den Herrn gesehen hat oder ein Engel. Genau, woher er weiß, ob der Gott war und der andere Luzifer und so weiter. Aber er kann ja jetzt mal erzählen. Ich hatte einen Gehirntumor vor 10 Jahren. Einen gutartigen Myonom.
Ja, und das war auf der linken Seite. Und dann ist er operiert worden, fast 4 Stunden OP. Entschuldigung. Und dann bin ich, hatte Nahtoderfahrung, bin aus dem Körper ausgetreten und bin da durch den Himmel empor. Und da habe ich eine Weide gesehen, war unbeschreiblich. Ja, und dann ist mein verstorbener Freund gekommen und Gott, beziehungsweise Jesus Christus, habe ich vor mir gesehen. Und die haben mit mir gesprochen, aber nicht so gesprochen, wie wir jetzt gerade sprechen, sondern oben ist es telepathisch. Aha. Ja. Aha. Und ich wollte unbedingt bleiben. Und er hat gesagt, nein, allein wegen meiner 2 Kinder und Familie. Und da bin ich dann zurück. Ja. Und deshalb bin ich fest überzeugt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Und Gott hat mir den richtigen Weg gezeigt, wie es wirklich geht, mit viel Liebe im Herzen. Ja. Es gibt Menschen, die haben so viel Hass und so viel eine bösartige Seele, die andere Menschen zerstören möchten. Ja. Nicht ermorden oder sonstiges, sondern mit, ihr wisst schon, toxische Menschen, sagen wir so. Ja. Aha. Und ich war sehr, sehr toxisch damals. Und seit 10 Jahren bin ich ein Mensch mit reinem Herzen. Ja. Aber durch diese Loge, ich meine, Lucifer habe ich schon vorher schon viel gelesen und so. Aber wie soll ich sagen, Gott ist in mein Leben getreten vor 10 Jahren, hat mir den richtigen Weg gezeigt, dem bin ich unendlich dankbar. Ja. Aber tief in meinem Herzen ist noch immer Lucifer der Lichtbringer. Okay, woher kommt es, dass du so an Lucifer festhältst? Was begeistert dich so an ihm? Was bringt dich dazu, ihm zu folgen? Das würde ich gerne mal wissen. Ja, erstens durch Hoch und Tief, was ich gegangen bin, dann durch die Bibel, was vieles, ich meine, da darf man nicht alles glauben, nicht falsch verstehen. Ja, bei der schwarzen Bibel darf man nicht alles glauben. Und durch diese Bruderschaft, aber, jetzt kommt das große Aber, wir verköttern nicht Luzifer. Noch einmal. Bei uns ist es so, dass wir jede Glaubensrichtung aufnehmen. Ja, in verschiedenen Ländern, weiß ich nicht, in Großbritannien oder so kann das anders sein. Ja, aber ein Moslem zum Beispiel, ja, wenn der an höchsten Grad ist, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass der Luzifer anbetet. Ja, kann ich mir nicht vorstellen. Oder, keine Ahnung, so weit bin ich noch nicht. Aber, und diese ganzen, das ganze Wissen, was ich mir angeeignet habe, ja, egal jetzt ob Bücher oder durch diese Freimaurer, durch diese Bruderschaft, ja, das ist unbeschreiblich sowas. Ich bin nicht allwissend. Ich sage immer so, wir sind alle einzigartig. Wir müssen froh sein, dass wir hier auf Erden sind. Es geschieht sehr viel Krieg und so, aber wir sind alle einzigartig in jeglicher Art und Weise. Manche etwas gut, manche böser. Ja. Aber du musst halt wissen, dass Lucifer quasi diese ganzen Religionen und sonstige Dinge alles gemacht hat. Also alles, was in dieser Welt ist, ist quasi von ihm so aufgebaut, dass wir alle von Gott wegkommen. Und wenn du diesem Weg folgst, wirst du am Ende feststellen, dass du halt nicht Gottes Weg gegangen bist, sondern den des Widersachers. Und der hat die Aufgabe... Du hast gerade einen entscheidenden Punkt gesagt. Ja. Diese Menschen haben aufgebaut. Aufgebaut. Ja, das bedeutet lange nicht, nur weil in der Bibel steht Luzifer, Satan oder sonstiges, ja, die haben das aufgebaut. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Durch den Geist Luzifers. Verstehst du? Bitte? Guck mal, Luzifer ist hier auf dieser Erde der Herr dieser Erde. So, und er hat durch seinen Geist die Menschen dazu gebracht, Religionen zu gründen und sonstige Dinge, dass die Menschen etwas anbeten, was aber nicht die Wahrheit ist, also nicht Jesus. Und jeder, der diesen Wegen folgt, wird in die Irre geleitet werden. Und das ist die Aufgabe von Lucifer, die Echten von den Unechten zu unterscheiden. Das heißt, die ganzen Falschen, die werden alle Lucifer folgen in die Hölle, ins Höllenfeuer. Und die Richtigen, die werden ihn erkennen und Gott folgen. Die werden wissen, die Wahrheit ist Jesus Christus und der Wahrheit folgen. Und die werden erlöst werden. Die anderen werden alle in die Hölle geführt werden. Es ist so ähnlich wie dieser Rattenfänger von Hameln. Der flötet da rum, die folgen ihm alle und naja. Ja, das ist ja dann schon 2 Paar Schuhe, das kann man nicht vergleichen, ja. Aber Lucifer, der Lichtbringer, macht nichts anderes, um die Menschen, so wie du sagst, das ist teilweise vollkommen korrekt, da stimme ich dir voll und ganz zu, aber was macht Lucifer, ja? Er möchte die Menschen verleiten. Und was machen die Menschen gegenseitig? Sie verleiten sich durch Hass und Habgier, ja? Durch die Lehren von Lucifer, ja. Der lehrt nämlich diese Dinge. Lehren von Lucifer? Also, ja, das ist korrekt. Hm. Genau. Die Lehren von Lucifer sind ja, du sollst materialistisch sein, du sollst halt die und die Sachen anbeten, irgendwelche Statuen, Steine, irgendwie sonst irgendwas. Hauptsache nicht Jesus Christus. Und genau das bringt die Leute alle in die Hölle. Und jeder, der das nicht hinterfragt und dann einfach anfängt, irgendwelche Statuen anzubeten. Ja, das hat ja auch vorher schon gesagt.
Ich möchte jetzt nicht über die Politik rüber reden, ja? Ja, was hältst du von Wladimir Putin, von russischen Präsidenten Wladimir Putin? Ach, sind doch alle einer Decke, bitte. Da denkt doch keiner alleine. Ja, das richtig. Kann mir keiner weiß machen, die allein scheinen. Also, ja, richtig, okay. Lass mich mal, mal in der Richtung eine Frage stellen. Dann weißt du doch bestimmt, dass jetzt in Zukunft dann laufen wird, oder? Wenn da jetzt der Pass kommt und. Das ist korrekt. Da weiß bestimmt Bescheid. Und das ist auf jeden Fall, egal was du machst. Das ist korrekt, ja? Richtig. Wladimir Putin, der Präsident von Russland, im Kreml hat das allsehende Auge oben. Ja, das allsehende Auge. Die waren alle unter einer Decke. Bitte? Das weiß ich. Sie haben unter einer Decke gegangen. Ich kann wissen, was du davon hältst. Wenn er stimmt. Was ich davon hält. Ja, was du davon hast, so viel kann ich nicht preisgeben, ja. Aber folgendes, schau. Das ist im Endeffekt, wir sind in einem, alles Schauspieler, ja. Schau her, der Macron zum Beispiel von Frankreich, ja. Freimaurer. Die Merkel, Freimaurer. Scholz, Freimaurer. Russland, Präsident, Freimaurer. China, Freimaurer, ja. Aber Erdogan, im Endeffekt dreht sich alles im Kreis. Erdogan ist, glaube ich, Schreiner. Erdogan weiß ich nicht. Aber im Endeffekt dreht sich das alles im Kreis. Ja? Das ist gut und das ist böse und im Endeffekt sind alle böse, sagen wir so. Guck mal, Lucifer hat es geschafft, überall seine Marionetten einzusetzen und hetzt ein Volk auf das andere, damit die einen die anderen abschlachten und selbst abgeschlachtet werden. Das ist das Ziel von Lucifer, möglichst viel Blut zu vergießen, möglichst viele Menschen ungerettet zur Hölle fahren zu lassen. Stopp. Da muss ich dir leider widersprechen. Es ist immer noch der Mensch. Ja? Wenn das Mensch das Herz schlägt und sein Charakter eine Machete in der Hand hat und einen Christen oder Evangelisten den Kopf abzuschlagen, hat mit Lucifer nichts zu tun. Definitiv. Doch, weil die Lehre, welche die Person folgt, ist luziferisch, verstehst du? Lucifer lehrt in diesen Religionen, ja, schlachte dem anderen den Kopf ab und sowas. Das lehrt kein Mensch. Diese Lehren kommen alle von Lucifer, weil Lucifer die Menschen dazu bringen will, andere Menschen zu töten, weil das die größte Sünde ist. Und dass dann jeder sich denkt, okay, ich habe getötet, ich bekomme bestimmt keine Vergebung und alles und ja, irgendwann werden sie selbst getötet und dann landen sie alle in der Hölle. Ja, Moment, jetzt sage ich ein Beispiel, dann lasse ich die anderen zwei neuen Gäste reden. Ja, ich sage nur einmal kurz, Dankeschön, nur kurz. Okay. Südafrika zum Beispiel, ja, ein Moslem kommt in die Kirche und köpft da 2-3 Pfarrer ab, den Kopf ab, ja. Und ein Moslem, wenn du den fragst, Lucifer, ja, kannst du mir nicht sagen, dass der für Lucifer die Köpfe abschlägt? Na, sicher nicht. Natürlich nicht, aber er macht es quasi für jemanden, guck mal, als der Engel angeblich, Gabriel kam, was nicht Gabriel war, sondern der falsche Engel, Lucifer, der sich als ein Guter ausgegeben hat und dem dann das beigebracht hat und alles, das war eine Fehllehre. Und das sieht man durch und durch. Da steht ja überall Zeugs drin, das einfach nur noch krank ist, andere Menschen zu töten und hin und her und so weiter. Das ist quasi ein Manifest des Teufels. Und jeder, der diesen Lehren folgt und nicht erkennt, dass es böse ist, gibt sich dem Ganzen hin, tut all diese Dinge und landet am Ende dort, wo er quasi hingehört. Das ist halt das Problem. Aber ein normal denkender Mensch, der ein gutes Herz hat und weiß, Jesus aber Christus, was der gelehrt hat, ist gut. Zum Abschluss zu kommen, dass wirklich die neuen Gäste auch reden können. Zum Abschluss zu kommen, ja. Lucifer, der Lichtbringer, war der Ziehsohn von Gott. Er hatte alle Rechte wie Gott. Alle Rechte hat er wie Gott. Bis er eine Sünde begangen hat, die Menschen heute noch begehen. Dann wurde er von Himmelsreich verstoßen. Und ich wiederhole, er war der Ziehsohn von Gott und er hatte alle Rechte von Gott. Ja, das stimmt natürlich. Er war früher ein Engel des Lichts, ja. Und der höchste der Engel damals. Ich bin auch der Meinung, dass er wahrscheinlich der erste Engel war, der den freien Willen bekommen hat und deswegen angefangen hat, böse zu werden. Weil normalerweise haben Engel ja keinen freien Willen, sondern sie tun nur das Gute, nur das, was Gott möchte. Aber ich denke, Lucifer war wahrscheinlich so hoch, dass Gott ihm die Möglichkeit gegeben hat, selbst zu entscheiden. Und dann hat er sich für die Dunkelheit entschieden und ist somit abgefallen. Und das müssen wir heute als Menschen noch alle ausbaden. Aber Jesus ist die Rettung und zwar der einzigste Weg. Also finde den richtigen Weg. Rette deine Seele, rette so viele Seelen, wie du kannst, weil es gibt keine zweite Chance mehr. Wenn Jesus kommt und alles vorbei ist, ist es vorbei. Ja, ich möchte nicht unhöflich sein, die zwei neuen Gäste. Hallo, grüß euch. Ja, genau.
Gottes Segen auf euch. Hallo, hallo. Entschuldigung, dass ich eben dazwischen geredet habe, aber ich musste einfach das sagen, weil das ist absolut richtig, was du gesagt hast. Und der Teufel steckt wahrhaftig im Detail. Und zwar in allen Religionen dieser Welt. Weil die Religionen haben mit Gott nichts zu tun. Es ist nicht nur der Islam, es ist nicht nur der Buddhismus. Alle Religionen sind nicht von, für und zu Gott hin. Punkt. Weil sie alle nicht mit der Bibel vereinbar sind. Ganz einfach. Und der Teufel steckt im Detail. Es ist egal, in welcher Religion. Er hat sich überall eingenistet und ihr Lehren, Götzendienst, Hauptsache nicht die Gnade Gottes, das Kreuz allein. Hauptsache das nicht, weil das ist die Wahrheit. Und die Wahrheit wurde schon immer untergraben, verändert, verdreht oder bekämpft. Und das ist immer das Kreuz, Ende aus. Und wer es nicht erkennen möchte, es tut mir in der Seele leid, wirklich. Aber ich weiß, dass Gott niemanden übersehen wird, der ihn sucht. Und deshalb sage ich den Menschen immer, ihr müsst auf die Suche gehen im Herzen. Und wenn ihr dies ablehnt, wird Gott euch auch ablehnen müssen, aufgrund der Sünde, die ihr mit in den Tod nimmt. Da Gott Licht ist und die Sünde Finsternis. Ganz einfach. Mehr ist das nicht. Punkt. Ja. Ja. Amen. Amen. Herr Mosotten, grüß dich. Grüß dich. Du, ich hätte mal eine kurze Frage. 29. Grad bist du, ja? Hast du ja gesagt. Korrekt. Das ist schon ziemlich weit oben. Hast du schon die Bibel von Albert Pike gelesen? Ja, habe ich gelesen. Ja, dann müsstest du eigentlich ziemlich informiert sein, was auf dich zukommt. Ja, bin ich informiert, aber wie gesagt, ich wiederhole mich noch einmal. Sollte je ein Menschenleben im Spiel sein, ja? Das kann sein, dass ich... Aber das weißt du doch schon, dass es kommt. Warum sagst du, sollte das? Du weißt doch schon, das kommt auf dich zu. Ja, das ist korrekt, das ist korrekt. Nur, es muss der Zeitpunkt kommen, ja? Hm. Und es weiß nicht, was mein Herz oder meine Seele danach sagt. Tu es, Lucifer, oder tu es nicht. Also, wenn du Großmeister wirst, dann musst du ja drauf schwören, ja? Dann schwörst du einmal auf die Bibel und einmal auf den Koran, anscheinend, so wie ich das weiß. Und dann gibt es auch kein Zurück mehr, ja? Das ist korrekt, das ist korrekt. Und du hast ja gesagt, du machst eine Distinktion zwischen Illuminati und Freimaurerei, da gebe ich dir recht. Weil die Illuminati sind alles 33er. Also sind alles Großmeister sozusagen. Ne? Mhm. Und ich meine, Lucifer wird dir dargestellt am Anfang wie jemand, der dir Wissen bringt, der dich erleuchtet, der eigentlich eine unverstandene Kreatur ist und Gott vielleicht schlecht behandelt und so weiter und so fort. Verstehe ich schon, ja. Also, dass man das so lehrt, aber später wird es natürlich etwas krasser und ich kann dir jetzt nur von mir aus sagen, also von reinem Herzen dir sagen, tritt lieber aus, bevor das zu weit ist. Weil, wenn du das echt machen möchtest, darf ich dir was fragen? Als andere. Du hast sehr schöne Zahlen, 3-7. Hat das eine Bedeutung, diese 3-7? Ja, es hat eine Bedeutung, aber... Das sind Enkelszahlen, aber nur so nebenbei. Alles gut. Ja. Und das ist ein guter Rat, was du machst. Ja, ein guter Rat. Da sage ich auch danke. Aber ich weiß, was auf mich zukommt, das ist korrekt. Aber wie gesagt, wenn mein Herz schlägt und meine Seele entscheidet, was ich tun soll, dann tue ich es oder ich tue es nicht. Wenn ich es nicht tue, muss ich mit Konsequenzen rechnen, keine Frage. Aber diese Konsequenzen können sehr, danke für die Geschenke, danke schön. Aber muss nicht sein. Aber wenn die Konsequenzen, ja, können sehr schwerwiegend sein oder auch nicht. Ich habe vorher betont, dass mein Onkel schon sehr hoch auf 32. Grad ist. Ja? Das heißt aber noch immer nicht, dass ich einen Freibrief habe. Das heißt noch lange nicht, dass ich einen Freibrief habe. Ja? Ist egal, ob Verwandtschaft oder nicht. Wenn ich was preisgebe, dann bin ich von dieser Erde weg vom Fenster. Ja, ist so. Ja. Okay, darf ich mal fragen, was würde passieren, wenn du jetzt aussteigen würdest? Wenn du jetzt zu deinen Kollegen hingehst und sagst, du, ist mir doch alles zu krank, ich steige hier aus. Hätte es Konsequenzen? Oder das geht jetzt schon nicht. Oder noch nicht? Das geht nicht. 29 es ist schwer. Es ist schwer. Ich bin schon so weit oben. Ich sage jetzt einmal so, wenn ich jetzt 10., 11., 12. Grad wäre oder was, ja, wäre das kein Problem. Da kann ich austreten. Aber das ist jetzt schon. Also, ich muss um 18 Uhr da sein. Tschüss.
Okay, das heißt, du lässt es einfach darauf ankommen, dass du an dem Punkt dann irgendwann bist. Das heißt, so jetzt liegt hier vor dir ein Kind und du musst dich jetzt entscheiden, ob du es machst oder nicht, und dann möchtest du entscheiden. Aber wer spricht da gerade? Ich, Ich sehe das nicht. Also, Entschuldigung. Ja, noch einmal. Ich sage es jetzt zum letzten Mal. Wenn das der Fall sein sollte, ja, wenn das der Fall sein sollte, kommt darauf an, wie mein Herz schlägt und wie meine Seele in der Lage ist, ob dies zu tun oder nicht. Ja, jetzt muss man aber denken, ich habe zwei Kinder. Göttliches Geschenk auf Erden, das größte Geschenk auf Erden, was es jemals gibt, sind Kinder. Ja, und wenn du jetzt gerade ansprichst, dass das, so wie ich möchte jetzt nicht weiter ins Detail gehen, weil dass man nicht gesperrt werden, sagen wir so. Aber wenn das so weit kommen können, sollte, ja, was ich eh schon weiß, sagen wir mal so, nicht alles, aber das meiste, dann denke ich weiß nicht, kann ich nicht sagen. Ich kann nicht sagen, Kannst du aber dir? Okay. ich würde kein, ich würde, ich sage mal so, Mörder würde ich keiner sein, niemals. Und das bei Kindern sowieso Okay. nicht. Na. Dann will ich dich mal fragen, was würdest du davon halten, wenn sich irgendwann rausstellen würde, ein Kind von dir würde entführt werden und irgendwann auf so einem Altar landen? Und du würdest halt mitbekommen, ja, es ist entführt jetzt schon seit ein paar Wochen, Monaten, und dann irgendwann erfährst du, dass es auch so geopfert wurde. Was würdest du davon halten? Ja, da du weißt, in den höheren Graden sind wir Europa bekannt und machen überall Treffen in verschiedene Logen, ja, ob Deutschland, Großbritannien oder sonstiges. Wenn das der Fall wäre, dass mein Kind entführt wurde, würde ich das wahrscheinlich erfahren als Beamter, ja, weil ich habe da gewisse Mittel, was ich da machen kann. Wenn das der Fall wäre, ist es das Hauptgrund, dass ich einmal definitiv ins Gefängnis komme, weil meine Waffe hat ein Magazin mit 8 Schüsse. Und diese 8 Schüsse trifft dieses Menschen, was mein Kind entweder geopfert hat oder nicht. Ja? Also, sorry, da bin ich das Gesetz, da ist Lucifer das Gesetz, definitiv. Okay, und dann musst du jetzt bedenken, dass all deine Kollegen, die den 33. Grad schon haben, dass die wahrscheinlich das einem Menschen angetan haben und deren Eltern und so weiter und so weiter. Was hältst du da Ja, das ist davon? korrekt. Das ist korrekt. Ich möchte eines sagen, was nicht schön ist. In Österreich leben 8 Millionen Einwohner. Ja, auf der ganzen Welt in einem Jahr verschwinden 8 Millionen Kinder. Ja, im Alter von 0 Jahren bis 5, 6, 12 Jahren. Ja, erschreckend, erschreckend. 8 Millionen Kinder. Was deren Kinder widerfährt, wisst ihr, wenn man ein bisschen recherchiert. Viele sagen dann Verschwörungstheoretiker oder sonstiges. Aber ihr wisst, was passiert. Ja, und es kommt darauf an, was für ein Länder. Ja, aber trotzdem, Kind ist Kind. Ja. Und Einfach nur meistens kommen krank, von dass es armen solche Verhältnissen. Organisationen gibt, ganz ehrlich. Und es ist gut, Bitte? dass am Ende Jesus Christus die alle in die Hölle wirft. Da gehören sie hin. Pass auf, Also 8 Millionen Kinder weltweit können nur verschwinden, wenn Regierungen mit drinne stecken. richtig. Das ist korrekt, das ist Ganz korrekt. einfach, sonst geht das nicht. Das würde auffliegen. Man, zum Beispiel in Deutschland war vor ein paar Jahren, hat man zwei Polizisten erschossen, wegen angeblich Rehe im Kofferraum. Die hätten zwei Wildjäger angehalten, die hätten die Rehe im Kofferraum und die Jäger hätten auf sie geschossen wegen dem Wildfleisch. Das glaubt doch kein Mensch. Na. Das glaubt doch kein Mensch, oder? Dass Jäger auf Ja. Polizisten schießen, weil sie Wild gejagt haben. Auf gar keinen Fall. Das macht mir Ja. keiner Ja. glauben. Niemand macht mir das glauben. Entschuldigung. Er kennt jeder, er schreibt gerade jemand rein, User. Xavier Naidoo kennt jeder. Ja? Ja. Xavier Naidoo wurde sehr bekannt durch seine Rap-Szene und seine Musik. So. Er hat sich zu weit aus dem Fenster gelehnt. Wenn man sich zu weit aus dem Fenster lehnt, kann man nur einmal fallen. Es kommt darauf an, wie hoch der Stock ist. Ja? Also fällst du nur einmal. Und Xavier Naidoo ist momentan verschwunden oder man hört auch sehr selten. Aber was der berichtet, ist zu 90% der Wahrheit gemäß. Und was der gesehen hat in gewisse Darknet und sonstiges, ja, was ich schon gesehen habe in der Loge, ist zu 100% der Wahrheit gerecht. Einfach nur krank, einfach nur krank. Ich meine, das ist auch wissenschaftlich bewiesen, ja. Also es gibt momentan Therapien mit Blut von Kindern, ja, um Menschen jünger zu halten. Das ist jetzt wirklich wissenschaftlich bewiesen, dass es funktioniert. Und Ja, und wo sieht man es am meisten? Wo sieht man das am meisten? Bei dem Antichrist, dem Papst. gut möglich. Aber ich denke mal, auch die ganzen Stars und sowas, die werden das alles Ja, in sicher. Anspruch nehmen, und von dem her kann es gut sein, eben, dass eben Kinder für das missbraucht werden, ja. Das
Kann ich mir gut vorstellen. Liebe Alexa, oder wie du heißt, Alexa, ja, um eines klarzustellen. Ich habe weder zugegeben oder sonstiges, dass ich Menschen opfere. Ja? Es wird der Tag kommen, so wie die Gäste alle wissen, dass dieser Tag kommen könnte oder ist. Ja? Also noch einmal, das einmal klarzustellen. Ja? Ich habe weder das gesagt oder sonstiges, dass ich weder Menschen opfere oder sonst. Ja? Ein bisschen bei der Wahrheit bleiben, bitte. Also ich garantiere dir, dass es nicht kommen wird. Bis zum 33. wird sowas nicht passieren. Es kommt erst alles spät. Aber wenn du deinen Schwur ablegst, dann ist vorbei. Es gibt keinen Zurück mehr. Hausdurchsuchen könnte ich, ich sage dir vorweg, eine Hausdurchsuchen könnte ich theoretisch selbst machen mit meinen Kollegen. Ja? Also, jetzt wisst ihr, was ich wahrscheinlich arbeite. Okay. Lucifer, der Lichtbringer, noch eine Frage. Sagt dir John Todd etwas? Ja, sagt mir was, teilweise. Okay. John Todd sagt mir was, aber er sagt mir irgendeinen Stich, einen Hinweis. Ja, Formel 1. Du könntest da vorne packen. Bitte? Formel 1, der war Teamchef von Ferrari. Nein, also, ja. Nein. Nicht dieser John Todd. Mercedes. Nein, bei Ferrari war John Todd. Ja, dann haben wir John Todd. Der echt auch John Todd. Okay, krass. Das ist auch John aber Todd. Ihr könnt mal bei YouTube eingeben, John Todd, der wurde in den, warte mal, was war es, 80er, 90ern, irgendwie sowas. Wurde, der war in irgendwelchen Graden, ich glaube vielleicht sogar 33. Grad, also ganz weit oben. Der hat sogar gesagt, dass er in Gremien und in Sachen drin war, wo irgendwie jetzt nicht Lucifer anwesend war oder er hat ihn nicht direkt gesehen, aber dass er dort in der Nähe war oder sowas. So, und der ist ausgestiegen aus diesem Ganzen und hat angefangen auszupacken, damals in den 90ern, und hat dann erklärt, was die alles vorhatten und geplant haben und. Ganz viele krasse Sachen, die dabei rausgekommen sind. Also bei YouTube kann man sich das mal anhören. Und das ist einer, der ausgestiegen ist. Und der wurde von einem Prediger, wurde der zum Herrn gebracht. Und der ist quasi dann ein Wiedergeborener geworden. Und es ist Wahnsinn, wie krass der sich verändert hatte. Weil der hatte erzählt, dass er voll mit Drogen und alles Mögliche in allem tief drin war. Und dann kam es zu dieser Sache. Und der ist zum Herrn gekommen und der hat sich komplett verändert. Und das ist richtig krass, was da abgeht. Aber naja, nur mal so. Er war Hexenmeister. Ja, genau, ehemaliger Hexenmeister. Ja, aber eines kannst du dir im Klaren sein. Ja? Ich bin nur ein kleiner Fisch. Ja, sagen wir so. Mhm. Aber egal, ob Popsänger, Schlagersänger, Rapper oder Schauspieler, ja, egal. Mhm. Wenn die aus der Reihe tanzen, verschwinden sie. Durch einen Unfall oder sonstiges. Ja. Ja, das wird so gedreht, dass es so ist. Ja? Und ja, wenn sie in der Loge waren, sagen wir mal so. Ja. Ja. Schau doch mal, wie viele sagen wir Popstars oder Filmstars oder so, einfach Berühmtheiten den gleichen Tod sterben. Also das ist doch unfassbar, wie viele gleich sterben. Das sind so fünf Todesarten und die sind immer die gleichen. Irgendwie. Also und immer kurz nachdem sie irgendwas... Ich verstehe das nicht, warum Menschen das nicht sehen. Warum sie das nicht sehen wollen. Das verstehe ich nicht. Weil sie kommen ja rein zum Danny und mir und sagen zu uns, wir wären Verschwörungstheoretiker, wir wären Hetzer, wir wären was weiß ich was alles. Ja, das ist jeder Meinungsfreiheit. Ciao, Psalmen der People. Justin Bieber gehört definitiv dazu. Kanye West ist ein sehr, sehr hohes Grad. Ja? Der ist jetzt ausgestiegen. Und weißt du, was Kanye West gesagt hat? In einem Interview in Amerika hat er gesagt, er hat so ein Wissen, dass die Elite oder sonstige ihm nichts antun können. Ja? Natürlich springt da sehr hohe Wellen, ja? Weil, wie gesagt, jederzeit kann uns den wegtun, ja? Keine Frage. Aber der hat so ein Wissen, Kanye West, dass sie ihn momentan nicht an die Pelle rücken können. Null, nicht. Ja, wenn der irgendwie was weggesperrt hat, wo Beweise und Sachen drin sind, aufgenommen hat. Einen Moment. Warte, ich muss einmal dazwischen greifen. Dann greif rein, Bruder. Ich habe das nicht mitbekommen. Warte mal bitte. Kanye West Aussteiger. Nein, Kanye West ist kein Aussteiger. Kanye West ist immer noch drin. So. Entschuldigung, dass ich nochmal kurz unterbreche. Ex-Boss des Satanic World Elite. Weißt du, was das Traurige auf dieser Welt ist? Weißt du, was das Traurige ist? Ich urteile diesen Menschen nicht. Ja, er ist Detektiv, er ist für den Kinderschutz tätig, Carsten Stahl, wie wir alle wissen. Aber wenn er sich so gibt, hinter der Kamera,
ja, mit dem Auge und Sonstiges, ist er nicht besser wie alle anderen. Ja, also genau, wenn du genau sehen möchtest, wo der Fisch zum Stinken anfängt, schaust du auf die höheren Köpfe. Oder die, die so tun, als sie Kinder schützen. Dabei machen sie genau das Gegenteil. Ah, Gottes Kind, warte mal ganz kurz. Gottes Kind, 2, du bist ja hier gerade drin, du hast ja irgendwie meine Nummer weitergegeben, ohne zu fragen. Du kannst ja mal was in den Kommentaren da schreiben. Gottes Segen, Bruder Dona. Weil ich fand... Gottes Segen. Ja. Ich wollte Lucifer was fragen. Kennst du diese Interviews von diesen Kindern damals? Wo war das? Hempstead? Wo die erzählt haben mit dem Stiefvater und bla bla bla? Na, sagt mir nichts. Ich weiß nicht, es kann sein, dass ich es kenne, aber jetzt momentan sagt es mir nichts. Okay. Mhm. Aber auch Madeleine. Madeleine sagt euch doch was, oder? Vor 20 Jahren. Das sagt euch was, oder? Das kleine blonde Mädchen. Ja. Madeleine. Ja. 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 Ja, ihr kennt doch die Phantombilder von den Warte ganz kurz. Gottes Kind. Ja, weil das haben einige gesagt. Aber wenn das nicht stimmt, dann kann ich das halt nicht nachweisen. Man hat Hoffnung für alle. Man hat deine Sprachnachricht im Live gehört, wo du das gesagt hast. Ja. Also hier sagt das Hoffnung für alle, sagt, dass du das weitergegeben hast. Ich habe doch gesagt, dass ich mehr Telegram-Gruppe bin, nicht mehr. Okay. Darf ich mich kurz verabschieden? Herr Römer. Ich wünsche dir einen schönen Abend und Gottes reiches Segen. Römer. Ich ebenfalls Gottes Segen. Gottes Segen. Herr Römer. Gottes Segen. Gottes Segen, ja. Dir auch, euch allen. Ciao. Ciao. Bitte. Ciao. Leute, ich gehe auch raus. Das Wetter ist so schön. Ich will noch was. Ja. Freezer, geh du weiter deine Elektrorolle fahren. Geh weiter deine Elektrorolle fahren. Das mache ich. Wir können uns sagen, deswegen, dass du immer eine geladene Batterie hast. Dankeschön, euch Gottes Segen. Bis dann, ciao, ciao. Ciao. Gerade ganz kurz. Hoffnung für alle hat das auch gerade geschrieben. Gottes Kind 2. Hier steht Hoffnung für alle. Lieber Expo Satanic World Elite, ja? Das kann sein, dass ich 100% weiß. Aber glaubst du wirklich, dass ich so dumm bin, dass ich das zu 100% preisgebe? Na, da schneide ich mir selbst in den Finger. Also uns ist schon bewusst, dass du nicht alles sagen kannst. Also ja. Ich bin schon bewusst. Du sagst auch schon mehr, als manch andere hier gesagt hat. Also das kann ich dir sagen. Aber ey, sei mal ehrlich, Lucifer, das interessiert mich jetzt schon. Du musst ja jetzt nicht, du jetzt, ich will jetzt nicht von dir wissen, okay? Aber es geht doch schon in der Richtung, weil ich habe mal auch von so Freimaurern gehört, die jetzt nicht so tief drin sind. Die haben aber auch gesagt, dass sie so Rituale machen, dann im Wald und dann so, dann wird da halt ein Tier geopfert, ne? Ich sag mal so, der Wald, ja, hört ihr mich? Hallo? Aber macht ihr das auch? Trifft ihr euch dann auch bei Vollmond? Ja, grüß dich, Toda. Der hört nichts. Hört ihr mich oder hört ihr mich nicht? Ja, ich bin da, ja. Ich höre dich. Also, ja, wir hören dich. Ich sage mal so, die Natur ist sehr schön, man kann sehr viel Kraft tanken. Ja? Und durch diese Rituale, was wir da machen, oder beziehungsweise aufbauen, so wie ein Altar, ja, kann man noch mehr Kraft tanken. Ja? Das ist jetzt ein Beispiel. Okay, Beispiel ist also etwas schlechteres Beispiel, aber ein Jäger, ja, tötet ein Reh oder einen Hirsch. Entweder ist es krank oder weil er es verspeisen möchte. Ja? Und was machen wir? Mhm. Schon wissen. Ja? Aber ey, Lucifer, ich sag mal ganz ehrlich, man merkt, dass du wirklich sehr viel Ahnung hast. Ne? Aber halt, du hast ja halt diese Schweigegeste, dass du halt dann, du musst aufpassen, was du sagst, das weißt du auch, weil sonst wärst du in der Loge bestraft, wenn du jetzt genau die Rituale verrätst, was das für Rituale sind, mit wem die Rituale durchgeführt werden, wann, weil dein
könnte das könnte schon vielleicht sogar dein Leben kosten, wenn du das wirklich offiziell zugibst. Ja, das ist korrekt. Es kommt ja darauf an, was für eine Waffe man nimmt. Ja? Nimmt man eine Waffe, nimmt man einen Dolch, nimmt man das, nimmt man einen Säbel oder sonstiges? Ja? Wie kommt ich das glaube, dir zu eher Schaden? Der Dolch ist spielt eine sehr wichtige Rolle. Ich glaube, beim Meister der Dolch. Ne? Weil ja, ich weiß auf jeden Fall, dass die sich damit, guck mal, weil ich weiß zum Beispiel, Lucifer, von zum Beispiel auch, das ist schon ein bisschen länger her, ein Bruder im Glauben, der hat mal erzählt, der kennt so Freimaurer, die sind ganz unten, die sind ganz unten. Und das war so ein Treffpunkt mit hochrangigen Freimaurern und einmal so unterrangigen, ne? Aber das war so getrennt. Du weißt doch, so VIP-Loge, wo dann nur die VIPs rein können, nur die Großen, nur die dicken Fische, weißt du? Lucifer? Gut. Und da hat der eine gesagt, der hat Thomas Gottschalk gesehen, der auch bei den Freimaurern ist, mit Robekapuze, und die hatten dann so Masken aufgehabt. Und die Obersten, die haben ja dann so Ruben auf und so Masken auf. Und die Unterrängigen, die sind ja nicht so gekleidet, die sind ja ganz normal. Und von das ist korrekt. Zum Beispiel von, Thomas Gottschalk möchte ich dann über das reden, weil das ist ich habe mir die damals Wetten, dass angeschaut, aber Thomas Gottschalk ist ein Fall für sich. Was ist er? Thomas Gottschalk ist ein Fall für sich. Warum? Er macht ja Werbung von Haribo, ja, wie wir alle wissen. Und er war ein sehr guter Entertainer, ja. Aber im Endeffekt, hallo? In seinem Herzen oder in seiner Seele, ist er ein ganz, ganz verbitterter Mensch. Und ich kann das jetzt nicht sagen, aber ich sage mal so, Pädophile, sagen wir so. Aber macht er Rituale, stimmt das? Natürlich. Deshalb Haribo macht Kinder froh, deshalb. Natürlich, Bruder. Warum hast du das Bild von Amir da drin? Bist du Moslem? Wie bitte? Meinst du mich? Bist du ein Moslem? Ja, ich bin ein Moslem, ja. Ja, okay, dann verstehe ich diesen Hass. Wir haben keinen Hass. Raus, Benni. Ja, du hast diese Hund mit Gesicht von Amir. Na, schön ist das aber nicht. Das ist eine Werbung für ihn. Ich mache für ihn, dass er ein Köter ist. Wie bitte? Ich habe ihn als Köter dargestellt. Ja, aber das ist doch voll. Das ist eine Liebe. Nein, das ist keine Lüge. Der ist ja ein Köter. Der war ja vorher Iraner gewesen. Ist er ja immer noch. Ja, aber warum redest du so lieblos? Iraner sind der Welt so lernen. Bruder Danny, ja, jemand, der so mit dem Bruder spricht, dass er muss raus, Bruder. Da kann nicht ja drinnen bleiben, so jemand, Bruder. Ich bin sehr enttäuscht. Den muss ich leider sperren. Ich habe noch eine letzte Frage. Nur eine letzte Frage, vielleicht bin ich zu spät. Ich war noch nicht fertig. Entschuldigung, Danny. Ich wollte fragen, erzähl doch mal, Lucifer, da gibt es so ein Gerücht über Thomas Gottschalk, gerade wegen dieser Haribo-Werbung. Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Und da sollst du halt in diese Richtung, du weißt schon, gehen. Also noch einmal, Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Das alleine sagt schon alles aus. Ja, also ich möchte nicht weit... wie soll ich sagen, nicht urteilen oder sonstiges, aber Thomas Gottschalk gibt sich an einer Person aus, was er nicht ist. Ja? Und ein Kind würde ich ihm definitiv nicht anvertrauen. Aber ich habe gehört, dass der Thomas Gottschalk ganz, ganz oben ist. Der ist ganz oben, habe ich gehört. Schau mal, seine Frau. Ich urteile über niemanden, ja. Aber schau mal seine Frau an, die Hildilde oder ich weiß nicht, wie die heißt jetzt, ist wurscht, seine Frau an, ja. Die sagt schon alles, ohne dass ich urteile jetzt, ja, nicht falsch verstehen. Christi, servus. Aber ob der jetzt ganz oben ist, kann korrekt sein, ja. Ich kann nicht alles wissen, die Schauspieler und das, wie gesagt, ich bin noch nicht so weit, ja. Aber dann werde ich wahrscheinlich die Liste bekommen, wer da alles oben ist, ja, in verschiedenen europäischen Ländern,
Ja, ist egal, ob jetzt Präsident oder sonstiges oder Schauspieler oder Entertainer oder sonstiges. Ja, kann sein, dass er dabei ist, aber wie gesagt, es wurde mal schon herausgestellt, dass er nicht das ist, was er sich so gibt. Ja, und wenn man die Werbung Haribo schon sieht, dann weiß man schon alles. Ja. Ja. Bruder Brenny, wenn er nicht so hoch wäre, wäre er nicht in Deutschland da, wo er ist. Weißt du, Bruder? Ich weiß das doch, Bruder. Ich frage mich doch. Ich will auch noch Umstände fragen. Weißt du, das ist ja logisch eigentlich, dass da viele, die da, ja, viele auch die ganzen Politiker, ich Bruder. Ja, ich frage ja unterschwellig. Mich würde interessieren, was in der Zukunft auf die Menschen zukommt. Bruder, ich mache das nächste Video gegen ihn. Ich mache jetzt das nächste Video gegen ihn. Haribo, mach Kinder froh. Mich würde interessieren, wie das jetzt weitergeht, ob es eine neue Pandemie gibt, ob es eine neue Impfung gibt, ob diese Impfung diese Narrativ von der Impfung weitergebracht wird, wie das entschuldigt wird, dass der Euro verschwindet, wie das entschuldigt wird. Achso. Das würde mich interessieren, wie die Reise hingeht oder ab wann. Lieber, ich weiß nicht, wie du heißt, mit die Smileys, das kann der Tenny beantworten, der Dennis, ja, warum ich nicht alles erzählen kann. Ich kann es schon erzählen, aber dann werde ich wahrscheinlich aus TikTok verschwinden, für immer. Ja. Bruder, TikTok. Ich will noch einmal was sagen. Stell dir mal vor, Bruder, ich bin bei der Werbung mit Haribo macht Kinder froh und dann siehst du mich da so mit 350 Kilo und dann lache ich so und dann die ganzen Haribos in meinem Mund und dann erwachsene ebenso. Ja, lass nicht vergessen, dein Bauchnabel ist dann auch gefüllt mit Gummibärchen. Mein Gesicht ist so, meine Wangen sind so groß, ne? Mein Bauch ist so fett, das musst du dir vorstellen, ne? Und jedes Mal ist so eine Werbung von mir mit Haribo, macht Kinder froh und Erwachsene eben so. Dann siehst du, wie ich diese ganzen Haribos esse und dann ist die Werbung auch schon vorbei. Das ist so lieber Apo Pepwurz, ja? Warum soll ich Angst haben, die Leute, das, was ich da rede? Die Leute haben vor mir Angst, ja? So ist der Showschatz nämlich aus, ja? Ich habe vor niemandem Angst, ja. Aber Lucifer, diese Frage wollte ich fragen, aber du entscheidest dich und hast dich quasi bewusst dafür entschieden, deine Seele herzugeben und nicht bei Gott zu sein in Ewigkeit? Weil du bist, wenn ja, das glaubst, dann... Na, du bist erst vor kurzem beigetreten. Du weißt das ganz ich bin jetzt... Ich habe das Ganze nicht gehört, ja. Ja, vielleicht sind sie involviert. Vielleicht sind sie involviert, meine Leute. Ja, also ich muss mich für nichts schämen. Ja, ich muss mich nur dann schämen, wenn ich eine Tat tue, was, ihr wisst schon, ja, oder sonstiges. Na, wie soll ich sagen? Ich habe tief in meinem Herzen Lucifer, den Lichtbringer, und Gott auch. Aber das hat ein gewisses, jetzt ist er raus. Ist der rausgeflogen, oder wie? Ich hätte noch eine kurze Frage an dich, wenn es dir nichts ausmacht. Ja, bitte gerne. Und zwar habt ihr Freimaurer denn mit dem Vatikan auch gute Verhältnisse? So, oder ist das alles nur... Hallo, hört ihr mich? Ja. Ey Leute, irgendwas stimmt mit meinem Internet nicht. Ich geh mal raus. So, ich starte mal neu.